aus einem 1:4 ein 4:4 zu machen und die Profis zum Nachsitzen zu zwingen. Auf der Abschlussliste von Pforzheim unter anderem der erste FC Saarbrücken. Holger Obermann sagt Ihnen, ob der David gegen den Goliath eine Chance hat. Jeder muss alles geben. Wir müssen runtergehen, müssen alles geben. Ja, das ist der Appell an die Amateure vor dem großen Spiel. Bernd Hoffmann, der Trainer aus Pforzheim, fasste die taktischen Maßnahmen noch einmal zusammen. Seine Spieler hörten aufmerksam zu. Am Ehrgeiz sollte es heute nicht liegen. Hier, pass nur auf, in der Anfangsphase, pass nur auf, dass wir die ersten 2 Minuten überstehen, dass wir da nicht direkt... Kein Tor fangen in der Anfangsphase. Das war der große Wunsch des Trainers. Gerhard, hinten drin, aufpassen, dass uns da nichts passiert in der Anfangsphase. Das Stadion draußen, Werner Zimmer sagte, ist schon vollgepackt. Es war seit Wochen ausverkauft mit rund 12.000. Werder Bremen hier im Angriff, also der Favorit aus dem Norden. Begann selbstbewusst. Und hatte auch die erste Möglichkeit durch Bratzeit. Essig im Tor, der Amateure machte von Anfang an einen guten Eindruck. Und gleich die Möglichkeit für die Amateure, Fürmann, dann Günther im Nachsetzen. Schade, gespielt waren 6 Minuten und schon die ersten Höhepunkte. Die Zuschauer gingen temperamentvoll mit, hier weniger, denn Bratzeit machte aus der Flanke von der linken Seite die 1:0-Führung für seine Mannschaft aus Bremen. Und das stellte den Spielverlauf etwas auf den Kopf in dieser ersten Anfangsphase, denn da hatte man den Eindruck, die Pforzheimer wollten es unbedingt wissen. Hier der Kopfstoß von Bratzeit, und das musste natürlich die Moral ein bisschen dämpfen. Aber mal sehen, was später daraus wird. Neubart und Borowka nicht dabei, der Bremer Seite, und hier trifft Riedle mit dem Kopf nur die Latte des Pforzheimer Tores. Mittelfeld klar, dominierend, die Gäste aus der ersten Bundesliga. Die Amateure machen vieles wert durch einen unerhörten Einsatz. Otten, Meier hat die Möglichkeit. Eine schnelle Partie und überraschend, gerade was die Schnelligkeit anbetrifft, da stand der erste FC Pforzheim diesem großen Gegner in nichts hinterher. Hier die Möglichkeit zum Ausgleich. Mutasch von den Kickers aus Stuttgart umworben. Hier links haben wir ihn im Bild. Bratzeit verletzt, aber er machte weiter. Noch einmal diese Szene, keine Schuld hier vom Griechen Mutasch. Bratzeit hat sich sicherlich selbst bei dieser Aktion oder dem Zusammenprall mit Torhüter Reck verletzt. Hier haben wir Trainer Bernd Hoffmann noch einmal im Bild, der früher ja schon beim KSC spielte. Werder machte weiter das Spiel, aber die Pforzheimer blieben immer bei ihren Gegenstößen gefährlich. ...35 Minuten sind gespielt und man hatte den Eindruck, der FC Pforzheim hat das 0:1 verdaut, spielt weiter äußerst selbstbewusst. Mähler, der Mann mit der Nummer 7, Otto Rehhagel, der Trainer, beim Pausenstand von 1:0 für seine Mannschaft mit dem Ergebnis, aber sicher nicht mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden. Werder Bremen tat sich schwer an diesem Nachmittag in Pforzheim mit den Amateuren, die jetzt zu Beginn der zweiten Hälfte immer stärker wurden. Gute Kombinationen aus dem Mittelfeld heraus. Pforzheim jetzt auch spielerisch enorm verbessert. Und das vor allem überraschte die Zuschauer. Reck bekam jetzt immer mehr zu tun. Sehen, die Angriffe kommen jetzt gezielter aus der Abwehr heraus. Es wird gut aufgebaut, vor allem durch diesen Mann, Mutosch, der noch nicht alles nach Wunsch verliert. Hier Eckstoß. Fürmann legt sich den Ball zurecht. Und aufgepasst,
Reck will zupacken, vielleicht auch Fausten, beides misslingt. Und plötzlich steht es in Pforzheim 1:1 zur Überraschung aller. Aber verdient, muss man sagen, denn zu Beginn dieser zweiten Hälfte, da spielten die Pforzheimer ungemein gut. Und diese Bilder, sie sagen eigentlich alles. Begeisterung war angesagt. Ich glaube, wir sehen das Tor noch einmal in der Wiederholung. Die einzige Entschuldigung für Reck, mittlerweile ja ein Routinier, einer der besten Torhüter der Bundesliga, ihm stand vielleicht die Sonne im Gesicht. Er war geblendet. Aber kurz im Prozess machten die Pforzheimer jetzt also 1:1 und der Versuch, sogar noch die Sensation möglich zu machen. Es wurden viele Ecken herausgespielt. Und Mähler mit dieser Riesenchance und scharf klärte auf der Linie. Und diese Möglichkeiten, sie beweisen immer wieder, dass Pforzheim nun ungemein stark wurde in der zweiten Hälfte. Und überraschend, dass Bremen eigentlich nicht mehr an die große Linie der ersten Hälfte anknüpfen konnte. Dennoch, auch Bremen hatte Möglichkeiten, vor allem durch den Spieler Ordenewitz. Er war enttäuscht von den Leistungen der Bremer in der zweiten Hälfte. Man hatte eigentlich mehr erwartet mit dem 1:0 im Rücken. Und jetzt Meier. Vergibt die Möglichkeit, alles klar zu machen. Das war in der 77. Spielminute. Hier nochmals zu sehen. Ordenewitz, dann Meier. Ganz allein vor dem Amateur-Torhüter. Letzte Möglichkeit. Nach 90 Minuten. Und noch einmal eine Glanzparade von Essig, der immer stärker wurde. Auch überraschend, dass Pforzheim im Tempo nicht nachließ. Von den spielerischen Qualitäten dieser Mannschaft, das sprach ich ja schon. Und dann ging es in die Verlängerung 1:1 der Spielstand und man muss schon sagen, die tüchtigen Amateure hatten sich diesen Spielstand redlich verdient und Sie sehen hier auch die Unruhe bei Werder-Trainer Otto Rehhagel, der nun forderte, dass seine Mannschaft endlich einmal den Spielrhythmus der ersten 20 Minuten wiederfinden solle. Aber es tat sich nichts in der ersten Verlängerung. Hier sind wir schon in den zweiten 15 Minuten. Und da gab es nur noch eine Möglichkeit. Und wieder vertan von Burgsmüller diesmal, der hereinkam. Und so blieb es dann nach 120 Minuten 1:1 unentschieden. Es war ein spannendes, es war auch ein gutes Pokalspiel. Ein Kompliment an die Amateure von Pforzheim und nebenbei. Der FC Pforzheim hat den ältesten Fußball-Gesangsverein Deutschlands. Und er wird sicher heute Nacht Schwerstarbeit leisten müssen. Und mit diesen Bildern des Jubels gebe ich zurück zu Werner Zimmer nach Köln. Bei dieser Gesangsstunde möchte ich ganz gerne dabei sein, weil ich mir vorstellen kann, ganz trocken wird die Angelegenheit auch nicht.